Ethan? Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. So, ja, warum? Machst du nicht deinen Ranger-Kram in der Nähe? Privatgrundstück. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Dad hat mich früher oft hierhin mitgenommen. Ich war sein Bergarbeiterlehrling. Das war natürlich, bevor man die Berge halb in die Luft gejagt hat. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja, aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Ja, und ganz ehrlich, ich habe eigentlich gehofft, also ich habe es nicht wirklich gedacht, aber ich habe eigentlich gehofft, dass er wirklich das tut, was er sagt und doch nach Hause gehen will und eben nicht zur Mine gehen will. Cool. Eine Mörderscheine. Okay. Gucken wir erstmal hier nach dem Sicherheitsposter. Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Okay, also wir gucken aber mal eben schnell. Einer deiner Nachbarn, ja toll. Es ist ganz toll, dass ich jetzt eine Benachrichtigung bekomme, dass hier einer Single ist. Offizielle 2-Stunden-Warnung. Wird in 2 Stunden, okay. Wir freuen uns eine neue Ergänzung für unsere Angestellten. Ich habe am ersten Tag einen Job an Land gezogen. Vielleicht ist dieser Neuanfang noch zu retten. Okay, wir sind froh, dass du hier bist, obwohl du während der Arbeit etwas weniger trinken könntest. Wo bleibt dabei da der Spaß? Mir ist sie recht, okay. Sie hat sogar Sinn für Humor. Bin froh, dass du endlich hier bist, Alex. Ja, ist doch ganz cool. Wie war eure Meinung? Bester Zombie? Ich suche weiterhin nach würdigen Gegnern. Die erste Person, die den Text vervollständigt, erhält 10% Rabatt. Hund vermisst. Bla bla bla. Ich denke mal, das sind die Älteren, die hier unten sind. Okay, also da scheint aber auf jeden Fall nichts Wichtiges drin zu sein, dass der Junge uns irgendwie angeschrieben hat oder so. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Ja. Lagerfeuer, Fass. Hab ich mich gerade erschrocken? Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Okay. Minenhinweis? Hallo? Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Ja, betreten Sie das Grundstück nicht ohne Genehmigung. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre ein Hinweis darauf, dass wir hier irgendwie reinkommen, aber offenbar nicht. Das ist auch kein Loch. Ein Abbauhammer? So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Okay. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Anscheinend soll ich den gar nicht finden. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Moment. Ne, Minenwagen. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Ich will eigentlich mit Ryan sprechen oder mit Gabe sprechen. Kann ich das denn nur machen, wenn ich einen Eingang gefunden habe? Das ist doch doof. Ich muss herausfinden, wo Ethan hin ist. Sieht ganz schön mitgenommen aus. Was damit wohl passiert ist? Ja, die Gedenktafel, die wird uns ja auch nicht weiterhelfen. Wow. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Ja, aber wir müssen den Jungen finden und ich muss hier einen Eingang finden. Wieso kann ich alles anklicken, aber nicht das, was ich brauche? Ach so, das ist das offene Tor hiervon. Ah, verstehe. Okay, also bringt uns das rein gar nichts. Sicherheitsposter haben wir auch schon angesehen. Oh, Moment, hier geht's noch weiter, aber wir können hier nicht rum. Ach, wirklich? Privatgrundstück. Okay. Moment, kann man hier? Ne, können wir auch nicht drüber. Cool. Eine Mörderscheune. Ja, das hatten wir ja alles schon. Das ist ja das Problem. Lagerfeuer und so habe ich mir auch alles angesehen. Minenhinweis, aber die Tür hier konnte ich nicht öffnen, oder? Naja. Ja, was soll ich denn hier machen? Hallo? Ich verstehe nicht, warum man nicht mit denen reden. Also, ich verstehe... Ach so, untersuchen. Ah. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay, da war doch was. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist? Vom Zombie aus? Blut? Die Spur scheint hier zu enden, außer... Aha, hier muss er durchgekrochen sein. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in so eine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay. Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Also auf jeden Fall können wir den Zombie vergleichen. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Ja, und das verstehe ich nämlich nicht. Das ist ja eigentlich dahinter. Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Das ist nämlich der Eingangsbereich. Deswegen ist das wahrscheinlich doch hier links das Loch oder so. Der Vordertür vielleicht mal. Können wir hier auch vergleichen? Sowas kam in dem Comic bestimmt nicht vor. Nicht, okay. Durch die Tür. Und dann von der Tür aus rechts. Ja, also ich verstehe das so, dass man hier rüber muss. Hm. Warte, also ist Ethan? Oh Mann. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen, aber wie ist er wieder rausgekommen? Okay, also er hat oben was gesehen. Er ist die Treppe hochgegangen und dann rübergesprungen, wenn ich das richtig sehe. Also er wird wohl da die Treppe hochgegangen sein. Ich meine, die Chance ist gering. Zwischen Entscheidungen und Objekten. Was? Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Muss ich die jetzt mit hochbringen, oder? Ist der ganz hochgegangen? Ich weiß nicht. Ist nicht im Comic. Das ist mir schon klar, aber da muss doch irgendwas... Ah, das ist wahrscheinlich dieses Monster. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Ja. Er wird zum Silo rübergegangen sein. Oder geklettert sein, besser gesagt. Da, genau wie ich gesagt habe. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße! Okay, die Frage ist jetzt... Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Wie komme ich da hin? Ah, Moment. Hier ist eine Tür. Das kam im Comic nicht vor. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Okay, ich will aber eigentlich da rein. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Okay, also Space bringt uns jetzt auch nicht weiter. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, genau. Wie kommen wir denn jetzt hier überhaupt wieder runter? Da ist die Treppe. Das Blöde ist auch, man kann nicht laufen. Also wir müssen irgendwie hier links zum Silo rüber. Hi, gruselige Bruchbude. Stürzt bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Das kam im Comic nicht vor. Ja, das ist mir schon klar. Was ist das? Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Okay. Also hier können wir anscheinend auch nicht durch. Tja, es ist auch ein bisschen nervig, dass man nicht laufen kann. Schalltafel? Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Okay. Oh. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Okay, die stehen hier unten. Kommen wir da irgendwie weiter? Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Das hoffe ich auch. Ja, Türsteuerung. Das sieht schon mal gut aus. Danke für gar nichts. Riesiger gelber Knopf. Oder auch nicht. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Okay. Ich will ihn nicht ansehen. Das ist für einen Stromkasten. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Okay. Das scheint dann wohl doch eine Sackgasse zu sein. Ich frage mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ja. Wir haben einen Schalter, aber den können wir nicht benutzen. Okay, jetzt laufen wir aber das ganze Stück wieder zurück. Und wir müssen ja in die Richtung eigentlich. Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Telefon? Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Nein, danke. Okay. Kann ich hier durch? Auch nicht. Tja. Mein Problem ist jetzt gerade, dass ich ein wenig unter Zeitdruck stehe. Vorher aber gerne noch dieses Kapitel quasi gelöst haben würde. Aber jetzt war ich echt schon überall, oder? Kann man hier noch irgendwo... Nee, da komme ich ja gerade her. Wo ist der dritte jetzt eigentlich hin? man hier... Ne, man kann auch nicht noch tiefer. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der dritte jetzt hin? Also mein Bruder. Ryan scheint zu wissen, was er tut. Ich bin froh, dass er hier ist. Hm. Ich komme mich doch auch nirgendwo weiter. Es muss einen Weg geben, die Hintertür zu öffnen. Ja, aber wie? Da ist kein Strom drin. Da habe ich doch eben schon geguckt, oder? Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Ja. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Das ist nur die Sache mit dem Schutt. Und von hier oben kam ich ja. Aber ich frage mich ernsthaft, wo der andere, also wo mein Bruder jetzt ist. Moment, ah, Kettenzug. Wieso habe ich das eben nicht gesehen, als ich zurückgegangen bin? Achtung! Ach, weil ich wahrscheinlich erst mit ihm reden musste. Okay. Verstehe. Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Ja, ne? Man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht. Ich bin einfach mega genial. Nach ein paar Stunden kommt es dann auch mal durch. Ist das jetzt die Seite gewesen? Nee, die Seite, ne? An dem Schutt vorbei. Nee. Das war die Sackgasse. Ja, lauf, Mann. Ah, ja, genau. Hier dran vorbei. Hier war die Krähe. Ach, wenn sie nur ein bisschen schneller gehen würde. Aber man kann hier Shift drücken, wie man will. Es funktioniert einfach nicht. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Aber mitnehmen ist auch nicht. Wohin als nächstes, Alex? Thaynor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich binde dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Halt durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Sehr gut, Alex. Du hast es gleich. Noch ein kleines Stück. Hey, Ethan, ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Scheiße. Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Shit! mein Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Die 9. Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey. Hey. Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die 9. Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil straff, Gabe. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, wenn ich dann Alex? Auch mal gehen könnte. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Können wir jetzt mal weitergehen, Leute? Ja? Hallo? Noch was weiter. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen. Vor allen Dingen musst du mal weitergehen, Mädel. Es geht sehr, sehr schleppend gerade. Weiter. Weiter. Das hätten sie ruhig ein bisschen schneller machen dürfen. Ethan. So meinte ich das jetzt nicht. Halt fest. Sie sind fast da. Schon. Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Wollen die mich jetzt verarschen?